Herzlich willkommen zurück, ihr schunkulen Freundinnen und Freunde der World of Warcraft. Mein Name heißt Andreas und ich begrüße euch zu meiner neuen Reihe Goldstücke. Die werde ich jetzt immer dann einschieben, wenn ich nicht so die Möglichkeit habe, mehr Content, meine Hauptcharaktere zu zeigen und was habe ich gemacht und was habe ich gefarmt und insgesamt. Also zeige ich euch Anlaufstellen und Aktivitäten, die ihr euch merken könnt. Denn kenne die Möglichkeiten ist hier wieder mein Motto. Und da gibt es so eine Reihe von NPCs, von Farmspots und Dingen, die man tun könnte, um den Bestand zu vergrößern oder aufzubessern, um die Sachen nachher in das Auktionshaus zu stellen. Und ich lade euch ein in das Rootkam-Gebirge. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon bei der Allianz. Ja, sorry, es kommen sicherlich bei Zeiten auch wieder hordenspezifische Sachen. Jetzt fangen wir mal an mit der Allianz, weil ich hier die Allianz spiele. Und wir sind hier in Seenheim und gehen in das Gasthaus und dort in den ersten Stock. Und dort finden wir den Franklin Hamar. Und hier eine ganz kleine Geschichte, die man nicht unbedingt auf der Reihe hat. Das sind bei mir die Standardeinstellungen, ist vielleicht bei euch auch so. Und dann fliegen Sachen raus aus dem Händlerinventar, die man im Zweifel einfach gar nicht tragen kann, weil man eine andere Rüstungsklasse hat. Das heißt, ihr müsst einmal hier bitte auf alles stellen und dann zeigt er auch die limitierten Items, die nur zeitweise da sind, beziehungsweise so lange, bis sie jemand von euch, von uns kauft. Hier hat er jetzt die Sonnenwendrobe und den Waisengürtel und dazu gehört dann auch noch die flüsternde Weste. Das sind die drei Gegenstände, die haben teilweise eine Respawn-Zeit von 30 Minuten, eine Stunde, zwei Stunden, vier Stunden. Ganz genau weiß ich das nicht, aber es ist nicht die riesige Hürde, alle drei Items hier zu kaufen. Also Franklin ist hier euer Ansprechpartner, kauft diese drei Gegenstände doch dann und wann mal ein. So. Und falls ihr jetzt sagt, na gut, was soll das denn jetzt eigentlich bringen, möchte ich ganz kurz mit euch in die Analyse gehen, denn hier, den Kollegen verlinke ich hier, da seht ihr, das sind auch die drei Sachen, die er verkauft. Ich habe nochmal nachgeschaut bei Wowhead, das ist es, da kommt auch nicht mehr dazu. Aber wenn man sich das mal anguckt, dann haben wir europaweit in allen Auktionshäusern 38 flüsternde Westen gelistet, 28 Waisengürtel, 67 Sonnenwendroben, das ist jetzt nicht so viel. Jetzt sind wir ein bisschen im WoW-Content-Loch, wie wir so schön sagen. Viele von euch spielen New World, Final Fantasy, wir haben generell ein bisschen den WoW-Exodus. Und das kann man tatsächlich ein bisschen nachprüfen. Denn diese durchschnittlichen Listenpreise hier, das sind ja nur Preisschilder, das ist nicht real umgesetztes Gold. Ihr stellt aber fest, wir sind irgendwo zwischen 6.000 und 7.000 Gold Preisschild-Schnitt. Ja, gelisteter Preis über alle EU-Server. Und wenn wir uns jetzt mal die Mengen angucken und die Preise, dann stellen wir zumindest fest, für die flüsternde Weste, ja, die ist im Schnitt eher teuer geworden, was das Einstellen angeht. Die Menge hat ein klein bisschen abgenommen. Und was den Waisengürtel betrifft, ist die Angebotsmenge relativ stabil jetzt gewesen. Über das letzte Jahr, der Preis hat wieder ein bisschen angezogen nach den Sommermonaten. Und bei der Sonnenwendrobe haben wir tatsächlich schon hier die klassische Schere. Ja, also die wird immer teurer, was den Listenpreis angeht. Und die Angebotsmenge nimmt ein bisschen ab. Das sind doch Chancen und diese Profitchancen möchte ich einfach darstellen, wohl wissend, dass wenn jetzt mehrere von euch diese Items kaufen, ja natürlich, dann sind ja erstmal 4, 5, 6, 7 gelistet und es werden die Preise kaputt gedumpt. Das ist aber ein üblicher, typischer Prozess. Habt da bitte die Geduld. Langfristig, ja, anlegen, gucken, sich im Zweifel ausklinken aus dem HPVP. Es gibt so viele Gegenstände, ich kann euch noch so viele Sachen zeigen. Aber diese drei einfach mal gedanklich notieren. Und Transmog ist nach wie vor, ja, dieser Verkauf dieser Gegenstände und Vorlagen, da kann man nach wie vor richtig viel Gold mitmachen. Und der Realitätscheck sind, finde ich, immer die Trade Skill Master Daten. Warum? Die Trade Skill Master Datenbank, dieses Add-on, ist eine eigene. Die hat mit dem, was ich euch hier gerade gezeigt habe, mit dem Anamine-Journal erstmal wenig zu tun. Das wertet die Auktionshausdaten aus, also was ist dort eigentlich gelistet und was verschwindet dann wieder, wann ist es zuletzt gelistet worden, ja, das ist eigentlich nur so ein Snapshot, ein Abbild, was tut sich dort, was ist der Bestand des Auktionshauses. Der Trade Skill Master hat hier den Vorteil, dass er die Daten in diesem sogenannten Accounting festhält, nämlich wie viel Gold haben die Leute dann aus der Post geholt? Und für die flüsternde Weste immerhin 813 Gold. Das finanziert jetzt natürlich nicht die Marke und macht euch nicht reich. Aber denkt dran, gerade Transmog, so ein paar Gegenstände, die regelmäßig gutes, stabiles Gold bringen, sind eine unfassbare Erleichterung. Und natürlich muss man selektiv sein, also einfach wählerisch sein, aber
813 Gold ist schon in Ordnung. Da gibt es viele Artikel, die schlechter sind. Also viele grüne Standardsachen, sage ich immer, diese grün ankommen Items, die ja 30, 40, 50, 60 Gold maximal Umsatzwert haben, Auktionshaus. Das könnt ihr euch sparen, das ist Diggeldaggel, ne? Aber hier der Waisengürtel auch nochmal über 800 Gold, 882 Gold. Und die Sonnenwendrobe setzt sogar 2000 Gold real um. Ja, das ist im Schnitt aus dem Auktionshaus der Grundgesamtheit hier der EU-TSM-User geholt worden. So. Wie gesagt, das ist jetzt hier ja keine wissenschaftlich evidenzbasierte Arbeit, darum geht es aber gar nicht. Es geht zumindest um eine Orientierung und das ist durchaus plausibel. Also durch die letzten Jahre Transmog sind das Preise, die sind nicht absurd und auf manchen Servern kann man sicherlich das Doppelte bis Dreifache davon machen. Und auf anderen Servern, die sehr aktiv sind und sehr bewacht sind, da kriegt ihr das Ding vielleicht nur noch für 200, 300, 400 Gold los, weil die Leute sich im Auktionshaus PvP dort bekämpfen. Aber kennt ihr die Möglichkeiten? Meine Reihe 1 der Goldstücke möchte ich hier vorgestellt haben und ich hoffe, ich kann demnächst wieder ein bisschen mehr zeigen. Muss im Moment der Arbeit wieder sehr viel Tribut zollen und dann ist das eine wunderbare Reihe. Und ihr seid herzlich eingeladen, das war die falsche Seite, hier in unsere schon coole World of Warcraft Discord Community. Der Link ist wieder in der Videobeschreibung. Und ich mache jetzt Feierabend, mir reicht, ich bin wieder durch vor Ort. Ich freue mich aufs Wochenende, vielleicht kann ich da ein bisschen mehr zeigen. Allerdings kommt Battlefield raus. Wollen wir mal schauen, da haben mein Bruder und ich Termine. Wir müssen ab ins Gefecht. Aber so nebenbei, so ein paar Sessions World of Warcraft. Und dann gucke ich mal, was ich wieder präsentieren kann. Das war meine Goldstück-Reihe mit dem Kollegen Franklin. Sagt ihm einfach mal Hallo. Ich werde ihn natürlich verlinken in der Videobeschreibung. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wiederkommt. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und ja, dammt euch jetzt nicht wieder die Preise ins Nirvana. Aber gut, das sagt man immer wieder. Alle anderen habt ein bisschen Geduld und beobachtet das mal. Und guckt in ein paar Wochen nochmal oder Anfang des nächsten Jahres. Geduld haben, ihr Lieben. Patience is gold. Habe ich nicht erfunden, den Satz, sondern das ist hier ein Marathon und kein Sprint. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben und tschüss.